Ich begrüße euch ganz herzlich zum 7. Juli hier im Chapter Hofburg zu Wiel. Es ist ein besonderer Tag, weil wir haben Delegierte aus dem Nachbarchapter Frauenfeld. Ganz ein herzliches Willkommen hier. Speziell begrüßen möchte ich natürlich den Nico Lundgren, wo ist er? Dort hinten, Partnerdirektor von BNI Schweiz. Mario, du bist jetzt seit 2 Monaten bei BNI dabei. Warum bist du BNI beigetreten und nicht an einer anderen Netzwerkorganisation? Ich habe für die Fesselgruppe in Wiel, unserem Umfeld, versucht, etwas zu finden, um an Kontakt zu kommen, um für unser Premium-Segment auch an Geschäftskontakt zu kommen. Ich habe gemerkt, nach 2 Monaten Besuch, dass da ein sehr starkes Interesse da ist, dass da eine sehr starke Dynamik da ist. Und ich sage jetzt mal, rein da drinnen habe ich das Gefühl, dass ich da zu dem Weg auch zum Erfolg komme. Und vor allem mit den Mitgliedern, die da sind, aus dem Raum Wiel, habe ich das Gefühl, mit dieser Dynamik, da komme ich zu etwas. Wie siehst du, dass du könntest Nutzen aus dem ganzen Netzwerk ziehen für dich und für deine Firma? Eben, der Nutzen ist bei mir dann da, wenn ich viel kann sagen, viel kann geben und etwas kann einbringen kann, mit dem Vertrauen eigentlich, dass ich dann irgendwann kann ernten kann. Und das ist für mich das Positive daran. Ich merke da, dass da sehr viel in Sachen Dynamik und Empfehlung passiert, jetzt schon. Und ich denke mir, ich spüre das, dass das für die Zukunft eine tolle Sache ist, um im Raum Wiel uns können ausbreiten in puncto Präsentation, Bekanntheitsgrad. Und das ist eine ganz gute Sache. Jetzt bist du, wie gesagt, 2 Monate dabei. Hast du schon irgendwie finanziellen Nutzen für die Firma können daraus rausziehen? Oder wie sieht das jetzt aus in deinem speziellen Fall? Ja, also finanziell ist noch nicht gross etwas da. Habe ich aber auch nicht so das Gefühl gehabt, dass das so passiert. Wir sind doch in einem Premium-Segment tätig, das hochpreisig ist und wo man nicht gerade so schnell realisieren kann. Aber ich kann sehr viel können schon weitergehen, kann auch Kontakt können knüpfen und ich spüre, dass da in mittelfristig auch etwas zurückkommt und das Vertrauen habe ich und ich spüre das sehr stark in der Gruppe. Jetzt bist du 2 Monate dabei. Könntest du BNI schon weiterempfehlen für andere Personen, Geschäftsleute? Oder denkst du, müsstest du da zuerst noch ein bisschen mehr dahinter sehen, wie das wirklich, was für einen Nutzen das es wirklich bringt? Oder könntest du das jetzt schon weiterempfehlen? Also, ich sehe eigentlich jetzt schon, dass der Nutzen sehr gross ist. Wobei wir noch ein bisschen Geduld haben müssen, weil wir sehr jung sind noch in dieser Gruppe. Aber ich empfehle es bereits schon weiter. Was einfach ist, durch die Gespräche, die individuell stattfinden, auch außerhalb, muss man die Leute auch noch besser kennenlernen, um das Vertrauen aufbauen. Ich spüre aber, wie gesagt, eine sehr starke Resonanz. Ich spüre auch sehr stark schnelle Vertrauensbildung, weil alle sind ausgelegt auf Qualität, auf Vorwärtskommen. Und der Vorwärtskommen mit Qualität ist sicher eine tolle Sache. Also empfehle ich es jetzt schon. Versuche natürlich auch immer wieder neue Gäste reinzubringen. Und was mir noch nicht gelungen ist, aber eben, ich bin noch relativ neu und das Ganze ist noch relativ neu, aber es wird sich gut entwickeln. Gut. Danke, Mario. Ich hoffe, dass sich das Chapter Hofburg weiterentwickelt tut und dass du noch viel Freude wirst haben hier bei uns zu Wiel. Danke. Danke vielmals. Ina, du bist jetzt das dritte Mal bei BNI als Gast dabei gewesen heute. Wie hat es dir gefallen? Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt alle 3 Male super gut gefallen. Also ich war 2 Mal in Frauenfeld und jetzt 1 Mal hier in Wiel. Und beide Gruppen sehr aufgestellt und sehr interessante Leute. Und ja, ich bin absolut begeistert von dem Konzept, von dem Aufbau, also von diesen 1-Minute-Präsentationen, weil meiner Meinung nach kann sich jeder in einer halben Stunde vorstellen, aber in 1 Minute es auf den Punkt zu bringen und wenn man das jede Woche üben kann und dann auch noch den Effekt hat, dass es da ganz viele andere gibt, die das dann weitertragen können und man somit sein Netzwerk vergrößern kann, finde ich das eine sensationelle Sache. Du bist von Davos neu vor 2-3 Wochen auf Frauenfeld gezügelt, der Liebe wegen. Und hast hier unten im Unterland kein Netzwerk. Und wie bist du zu unserem Netzwerk gekommen? Ja, das ist fast korrekt. Also ich bin privat schon ein bisschen länger
also schon ein paar Monate. Aber ich habe vor 2 Wochen meine Firma, den Sitz, verlegt nach Frauenfeld. Ja, habe jetzt halt die Situation, dass ich ein Netzwerk hier unten aufbauen muss und habe über einen Geschäftspartner von BNI erfahren, der selber schon seit einiger Zeit Mitglied ist in Zürich bei einer Gruppe. Und ja, er ist mit mir zusammen nach Frauenfeld zu dem Chapter. Und ich war begeistert, also diese offene Stimmung, jeder ist direkt per Du, jeder interessiert sich wirklich für den anderen und ich fand es ganz angenehme Erfahrung und habe mir auch relativ schnell gedacht, jawohl, das ist es erstmal, um erstmal eine Basis aufzubauen. Und jetzt bin ich gespannt, was es gibt ja noch weitere Angebote in BNI mit Seminaren, andere Chapter besuchen, wie jetzt heute hier in Wiel. Ja, finde ich eine super Möglichkeit, sein Netzwerk zu vergrößern, interessante neue Leute kennenzulernen. Du bist jetzt noch nicht Mitglied. Hast du den Antrag schon gestellt, zum Mitglied zu werden? Oder brauchst du noch Zeit, um dir das zu überlegen? Oder bist du wirklich schon voll begeistert und stellst den Antrag? Weil es kommt ja dann noch ein Verfahren, wo man Referenzabklärungen macht, ob man die Person als Mitglied aufnimmt oder nicht, was auch kann sein. Wie sieht das aus bei dir? Ja, also bei mir ging es eigentlich relativ schnell. Also mir war eigentlich relativ schnell klar, dass mir das gut gefällt. Als Trainerin und Coach vertraue ich sowieso meinem Gefühl, sonst könnte ich den Job gar nicht machen. Von daher hatte ich ein gutes Gefühl und wusste eigentlich relativ schnell, ja, will ich machen. Das Einzige, was sich für mich erstmal als Hindernis noch kurzzeitig dargestellt hat, war, dass ich einen Vertreter schicken muss, wenn ich keine Zeit habe. Dann war ich erstmal verwundert. Ich so, okay, ich habe ja jetzt keine Angestellten. Ich arbeite in Kooperation mit anderen Trainern zusammen. Aber was mache ich jetzt? Wen schicke ich dann dahin? Und wie soll das aussehen? Und war dann eben auch begeistert über die Antwort, die ich dann bekam. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann 2-3 Mal fehlen und dann schickt man einfach einen Vertreter. Und das habe ich auch heute hier angesprochen. Und vielleicht findet sich auch noch jemand, der mich mal vertreten will, weil ich dann auch relativ schnell begriffen habe, dass es ja für alle eine interessante Option ist, eben auch mal in anderen Chaptern sich vorzustellen. Gut. Danke vielmals, Ina. Ich hoffe, du wirst im Chapter VfL gut aufgenommen und es wird dir hoffentlich sehr gut gefallen und auch sich den Erfolg einstellen mit der Zeit. Danke vielmals. Danke. Es gibt ganz einen Haufen Organisationen und Vereine und Clubs. Angefangen bei Rotaria, ganz bekannt, Kiwanis Lions. Es gibt aber auch einen Marketingclub oder Golfclub. Überall trifft man nette Leute, aber nie ist das Thema Geschäft im Vordergrund. Und das gefällt mir bei BNI, weil da geht es nur um Geschäft. Und es ist für mich die beste Möglichkeit, interessante Geschäfte zu generieren oder wertvolle Kontakte zu knüpfen.